Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den YouTuber Customs. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 3. Und ja, ich bin heute wieder alleine, aber was heißt es nicht, dass ich irgendwie den Kanal alleine weiter betreibe. Im nächsten Video ist JJ auf jeden Fall wieder dabei. Und ja, heute haben wir keinen YouTuber, den ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Nämlich, ich hatte einfach mal Lust, Mr. Moore nachzubauen. Und da habe ich 2 Versionen davon. Eine Version habe ich auch schon auf Instagram gepostet. Und das ist eher so eine Version, die ihm eher mit seinen Accessoires beschreibt. Er ist zwar im Real Life nachgebaut, aber er hat noch so einen Umhang, also einen roten Umhang für König. Und dann eben noch Minecraft Chicken ist da unten. Und er hat eben noch einen Hühnchenschenkel bzw. Chicken Wing in der Hand. Also seine Accessoires, er hat das Minecraft Chicken, das habe ich ganz neu, also selbst nachgebaut und entworfen. Ich finde sie eigentlich ganz gut aus für so Minecraft Chicken, das gibt es ja noch nicht richtig in Sets. Und ja, es ist eben eher mit Accessoires gemacht und da habe ich ihn nochmal richtig in Real Life nachgebaut. Nämlich mit diesem Pullover, der neu rausgekommen ist, Nupü Pullover, vielleicht kennt ihr den. Auf jeden Fall, ich blende nochmal kurz ein Bild ein, wo er den trägt, das ist auch auf Instagram. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen orientiert, eben so schwarz, also schwarzer Hoodie und darauf ist dann eben da, Nupü steht dann eben drauf. Und ja, falls ihr euch wundert, dieser Strich unter dem Mund, das soll eher ein Doppelkinn darstellen und kein Bart. Also nicht, dass ihr euch da irgendwas Falsches denkt. Ja, also das ist eben eher, wie er in Real Life aussieht. Also wie er sich vielleicht auch kleiden würde. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr, auf jeden Fall könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes oder wen wir als nächstes nachbauen wollen. Ihr könnt uns vielleicht lieber eher Leute reinschreiben, die Vlogs machen oder sowas ähnliches, also wo sie sich vielleicht vor der Kamera zeigen oder so. Weil, oder auf jeden Fall die sich gibt, wir haben vielleicht vor, dann so kleine Fotofilme zu den jeweiligen YouTubern zu drehen. Und auf jeden Fall, das wäre cool, wenn ihr da eher so Vlogs macht, wegen Vlogs sind viel einfacher zu machen als Let's Plays, weil Let's Plays müssen wir die Landschaft genau nachbauen, wie es da ist und so und dann noch in der Hand halten mit dem Inventar. Also Minecraft Let's Plays und so sind auf jeden Fall so gut wie unmöglich oder wäre mega, mega aufwendig, könnte man vielleicht irgendwie nur 10 Sekunden machen, das wäre dann auch nicht so cool. Da wären Vlogs auf jeden Fall viel besser. Da könnten wir vielleicht eher einen Real-Life-YouTuber reinschreiben. Ja, wie gesagt, was euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und abonniert uns, falls ihr nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin noch rein. Ciao!